Hallöchen und guten Abend aus den Bergen. Ein weiteres Mal mit einer ganz tollen, mit einem ganz tollen Blick und einem tollen Hintergrund. Es ist wirklich, hier, ich habe wieder so ein 9-Euro-Zimmer. Und das hat einfach den tollsten Blick. Die Sonne ist gerade untergegangen. Ich bin jetzt hier hochgefahren. Das war die letzten zwei Tage jeweils keine besonders weite Strecke, aber es ging immer einfach steil bergauf. Ich bin jetzt auf ungefähr 2000 Höhenmetern. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal auf die Höhe mit dem Fahrrad hochfahren werde. Bin dann hier in diesem Ort, habe eine schöne Wanderung gemacht, da ging es den Berg rauf. Das war auf der Seite, aber das ist jetzt hier hinterm Haus. Und über den Bergkamm drüber und auf der anderen Seite ist ein kleiner Bergsee, wo man dann ein tolles Panorama sieht von lauter so schneebedeckten Bergen. Das ist nämlich das Coole, dass man die hier überall im Hintergrund hat. Ihr könnt das an der Stelle sehen. Auf die Berge, da werde ich nämlich auch morgen hochfahren. Hier, das erkennt man jetzt nicht, aber da ist ein kleines Dorf. Da will ich mit dem Fahrrad rauffahren, da führt eine Straße hin. Das ist dann bei fast 3000 Höhenmetern. Und auf diesen ersten Gipfel von diesem schneebedeckten Berg, da kann man hochwandern. Und das werde ich dann morgen mal angehen. Oder übermorgen. Ich glaube, übermorgen schaffe ich das erst. Das wird schon auch noch sehr anstrengend, dahin zu kommen. Genau. Ja, ich finde es wirklich die Landschaft hier cool. Ihr seht das, hier sind überall diese Felder im Hintergrund, diese Terrassenfelder. Und ich bin erstaunt, wie konsequent an wirklich schwierig erreichbaren Stellen auch da alles mit so Terrassenfeldern voll ist. Ihr könnt es erkennen, manche sind braun und manche sind grün. Und die braunen, da ist jetzt gerade der Reis gesät für den Sommer. Und die grünen, da wächst jetzt gerade Weizen. Hier wird ja auch wirklich viel Brot gegessen und eben Reis. Genau, das wird jetzt hier auch angebaut, auch in den Bergen. Es ist tatsächlich, jetzt trage ich eine Mütze, weil jetzt die Sonne schon untergegangen ist, aber es ist tatsächlich erstaunlich warm, finde ich, dafür, dass es jetzt Ende März ist und auf 2000 Höhenmetern. Tagsüber fahre ich auf jeden Fall noch mit T-Shirt, Fahrrad. Ich meine, gut, das ist auch anstrengend und ich produziere viel Hitze, wenn ich da so den Berg hochfahre. Es ist ja jetzt auch mit der dünnen Luft bin ich auch sehr am Keuchen, weil es die ganze Zeit nur bergauf geht und relativ dünne Luft schon wird. So, mal gucken, wie ich das dann morgen auf 3000 Höhenmetern vertrage, so. Ja, aber grundsätzlich macht das wirklich Spaß. Es ist angenehm, es ist ein schönes Fahren. Es macht, also einfach weil die Natur so wunderschön ist, macht das einfach Freude, auch wenn es enorm anstrengend ist. Genau. Ja, und weil das hier echt so, ich habe das ja im letzten Video erzählt, dass ich mir jetzt auch noch so mehr Zeit für Reflexionen und so einen Kram nehme, weil ich die hier einfach habe und irgendwie die Umgebung inspirierend ist natürlich und ich morgens immer dann eine Stunde mich hinsetze und irgendwie was schreiben will oder so. Ich bin dabei, ein erstes Manuskript zu entwerfen für ein Buch, was ich über diese Reise schreiben will. Und die Idee ist, dass ich da so vielleicht 10, 12 Geschichten reinpacke, also jetzt kein chronologischer Ablauf, wie war diese Reise, was habe ich alles gemacht, sondern so eine, vielleicht die 10, 12 schönsten Geschichten, die passiert sind, in schöner Weise zu erzählen und irgendwie einen Eindruck zu geben von anderen Ländern und was man da so erlebt und sieht und wie Radreisen so ist. Genau, also würde mich interessieren, eure Meinung, was für euch bisher so die markantesten und spannendsten Geschichten waren, die ich hier so erzählt habe. Falls euch da eine einfällt, die auf jeden Fall mit in das Buch rein sollte, dann lasst mich das wissen, denn jetzt habe ich mir vorgenommen, jeden Morgen mich mal so ein Stündchen hinzusetzen und daran ein bisschen zu schreiben. Ja, soweit von mir und ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende.